Streiter machen Leute, die kaum etwas verdienen, die in feuchten Hallen schuften wie die Bienen, die für Hungerlöhne Jeans und T-Shirts weben und an denen deshalb Schweiß und Tränen kleben. Kleider machen Leute, die wie einst die Sklaven pausenlos nur schuften und dann traumlos schlafen. Alle müssen helfen, denn zum Überleben muss die Großfamilie täglich alles geben. Kleider machen Leute, die nichts weiter wissen, als dass zum Überleben sie weiter ackern müssen. Sie sind dieser Mühle als Kinder beigetreten, ohne Schreiben, Lesen, sind Analphabeten. Kleider machen Leute, so sagen wir, die Reichen, Wohlstandskonsumenten, doch wir stellen die Weichen. Wir können entscheiden, auf die Frage achten, wie steht es um jene, die die Kleider machten? Machen Leute, machen Leute, machen Leute.